Hallo zusammen. In dieser Woche gab es einen Facebook-Post vom ehemaligen CDU-Spitzenkandidat Frank Henkel. Der Ex-Innensenator rechnet ab und kritisiert die Corona-Politik Deutschlands. Ich habe da mal nachgefragt. Mit Beschluss vom 10.2. haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs und Chefinnen der Länder entschieden, dass die zunächst bis 14. Februar 2021 befristeten aktuell gültigen Maßnahmen bis zum 7. März 2021 verlängert werden. Am 8. Februar postet Frank Henkel auf seiner Facebook-Seite Folgendes. Vergessen wir, dass die Ansteckungsmeldungen sinken. Vergessen wir die gescheiterte Impfstrategie der Bundesregierung. Vor allem aber vergessen wir die Hoffnung auf eine Beendigung des Lockdown. Bundeswirtschaftsminister Altmaier warnt, die Berliner Gesundheitssenatorin warnt und aus der CDU-Partei wird gewarnt, dass die Inzidenzzahl ein falscher Hoffnungswert sei. Weiter so verlängern wir den Lockdown doch gleich bis zur nächsten Landtags- und Bundestagswahl. Wir schaffen das. Da haben Sie ja einiges losgerüttelt bei Ihrem Post. Wie kam es denn zu diesem Facebook-Post? Ich war einfach wütend, kann man sagen, richtig geradegehend sauer, weil ich hier in dem Wahlkreis in Mitte, den ich betreue, sehr viele Unternehmer habe, Gastronomen, Messebauer, Schausteller, die am Rande stehen, denen das Wasser buchstäblich bis zum Hals steht. Und jetzt musste man sich eben anhören oder anlesen, dass am Inzidenzwert nach unten etwas verändert wurde, dass gegebenenfalls der Lockdown verlängert wurde. Und ich bekomme eben mit, dass es zwar wirtschaftliche Hilfen geben soll. Und ich habe immer zu denen gehört, die gesagt haben, 75% des Umsatzes letztes Jahr, das ist eine großzügige Hilfe. Aber diese großzügige Hilfe nutzt nur etwas, wenn sie ankommt. Und ich stelle halt fest, bei vielen Unternehmen, gerade hier auch in meinem Wahlkreis, aber das gilt sicherlich auch für andere Teile Berlins und dem Rest der Bundesrepublik, kommt diese Hilfe einfach noch nicht an. Was mittlerweile angekommen ist, sind Abschläge. Aber das macht bei weitem nicht den Kohl fett, wie man so schön sagt. Und wenn man sich anschaut, was für Fixkosten in einem Unternehmen anfallen, dann reicht das eben nicht. Und dann sage ich, hier ist geschludert worden und das hat mich wütend gemacht und deshalb habe ich gesagt, so kann es nicht weitergehen. Politik ist auch dafür da, den Menschen Hoffnung und Zuversicht zu geben, nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch den Unternehmen in einer Volkswirtschaft und gerade hier noch einmal mit Verweis auf meinen Wahlkreis, gerade hier, wenn ich mir anschaue, dass es Menschen gibt, die in den letzten 9 Monaten kein Geld verdient haben. In Ihrer Partei gehört auch Burkhard Dregger und Sie haben ihn auch verurteilt. Warum? Nein, das, was ich geschrieben habe, galt nicht dem CDU-Fraktionsvorsitzenden im Abgeordnetenhaus, sondern in der Tat, die Fraktion hat sich nach einem langen Prozess dazu entschlossen, ein Papier zu erarbeiten, in dem sie ebenfalls sich dafür ausspricht, dass die Inzidenzzahlen gesenkt werden. Da habe ich gesagt, das ist nicht meine Position, das habe ich auch offen vertreten und insofern kein Angriff gegen den Fraktionsvorsitzenden, dass man innerhalb einer Fraktion zu anderen Auffassungen kommt. Das ist ein Stück weit auch Normalität, aber ich habe es nicht verstanden und ich verstehe es auch nicht, warum man die Inzidenzwerte sozusagen immer und immer wieder verändert, wenn es gerade passt, sondern ich finde, man sollte Beschlüsse, wenn sie gefasst sind, erst einmal auch abwarten, sollte gucken, ob die Dinge, die man beschlossen hat, auch wirklich Wirkung zeigen, bevor ich den nächsten Schritt gehe. Das hat mir hier gefehlt und bei einer Inzidenz mit Verlaub von 10, da frage ich mich, was soll das eigentlich heißen? Sollen wir hier nie wieder öffnen? Welche Folgen hätte denn ein langanhaltender Lockdown? Na, wir haben ja jetzt schon eine Fülle von Menschen in Kurzarbeit und wenn der Lockdown weiterhin anhalten sollte, und zwar in dieser krassen Form, wie wir ihn im Augenblick haben, ja, dann muss man kein politischer Wahrsager sein, um festzustellen, dass wir dann Wohlstandseinbußen haben, dass wir es dann mit Massenarbeitslosigkeit zu tun haben und mit Insolvenzen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Wäre es nicht besser, erstmal einen ganz harten Lockdown zu machen und dann vielleicht die Möglichkeit, einen lockeren zu haben im Sommer, Herbst? Ja, wir müssen mal unterscheiden. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, dieser Virus ist nicht gefährlich. Ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, man muss gar nichts machen. Aber ich gehöre schon zu denen, die sagen, die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, die sollten wir uns ganz genau angucken. Und wir müssen alle Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, nicht über alle Bereiche stülpen, sondern wir sollten uns genau anschauen, wie sich bestimmte Bereiche entwickeln. Und daraus sollte man seine Schlüsse ziehen. Und insofern den harten Lockdown, also härter geht es ja fast gar nicht mehr. Und insofern das, was ich an Folgen beschrieben habe, das, was mich auch bitter gemacht hat, das habe ich versucht zum Ausdruck zu bringen. Die Hoga wünscht sich ja eine Perspektive. Was sagen Sie dazu?
dass die DEHOGA recht hat. Also Politik hat auch die Aufgabe, Zuversicht und Hoffnung auszustrahlen und eben den betroffenen Unternehmen auch eine Perspektive zu geben. Natürlich den Menschen auch im Land und in der Stadt, aber den Unternehmen insbesondere eine Perspektive aufzuzeichnen. Und das kommt mir viel zu kurz. Im Gegenteil, hier werden Schreckensmeldungen verbreitet. Wenn ich mir etwa den sächsischen Ministerpräsidenten anschaue, der ohne Not einfach verkündet, also Osterurlaub könne er sich nicht vorstellen, oder der Bundeswirtschaftsminister, der einfach davon spricht, dass er vorsichtig sein würde jetzt bei der Buchung des Sommerurlaubs. Ich finde, das hat mit allem etwas zu tun, aber nicht damit, dass man Perspektive, Hoffnung und Zuversicht ausstrahlt. Wie sieht es aus mit den Forderungen von allen, mehr Impfungen, mehr Tests? Das ist doch vollkommen richtig. Ich wollte jetzt auf das Impfchaos in Deutschland und in der Stadt jetzt gar nicht mal besonders eingehen. Aber das ist natürlich richtig. Es wird von allen Seiten gesagt, dass die Impfung sozusagen ein sehr gutes Mittel sei, den Virus und all das, was damit im Zusammenhang steht, in den Griff zu bekommen. Ja, aber wir bekommen die Impfung nicht in den Griff und das ist natürlich enttäuschend. Es steht auf Ihrer Homepage, Deutschland ist ein liebens- und lebenswertes Land und Deutschland ist ein Land mit einer starken Identität, das seinen Menschen auch in stürmischen Zeiten Heimat und Halt bietet. Was sagen Sie dazu? Werden Sie es ändern oder stehen Sie noch dazu? Dazu stehe ich. Es ist auch so. Deutschland ist ein tolles Land und wir haben jetzt ein Problem. Aber wir sehen Länder um uns herum, die dieses Problem besser lösen. Und wenn ich mir dann anschaue und auch anhöre, dass das bei uns alles gut und richtig läuft, dann sage ich, ein bisschen Demut, ein bisschen Selbstkritik wäre durchaus angebracht. Es gibt, wie gesagt, Beispiele, wo die Dinge besser laufen als bei uns. Sind Sie verwundert, was Ihr Beitrag ausgelöst hat? Nicht wirklich. Mir war im Grunde auch klar, was damit passiert und wie die Dinge so eingeordnet werden. Aber mittlerweile freue ich mich, dass zum Beispiel der CDU-Vorsitzende Armin Laschet genau auf diese Linie eingeschwenkt ist. Und er hat natürlich recht, wenn er sagt, wir können nicht immer neue Inzidenzzahlen erfinden. Und er hat auch recht, wenn er sagt, wir brauchen Hoffnung und Perspektive für die Menschen im Land. Und das ist genau meine Auffassung. Gegenüber des französischen Doms befindet sich das Erdinger. Mit 700 Sitzplätzen zählt es zu den meistbesuchtesten Restaurants in Mitte. Und dann kam Corona. Ja, wie geht es Ihnen? Ja, wie soll es mir gehen in dieser Zeit? Also nicht besonders gut. Also es ist schon sehr schwierig, das alles zu überleben. Wir haben, die Firma hat zurzeit eine Hilfe bekommen für November, eine Abschlusszahlung. Weiterhin nichts. Wir haben keine Perspektive, wann wir wieder aufmachen können. Das wäre mal sehr wichtig zu wissen, dass man dann das auch kalkulatorisch irgendwie verarbeiten kann. Ja, also das ist schon sehr, sehr, ja. Also das ist Ihr größter Wunsch jetzt von der Politik, dass Sie eine Perspektive bekommen, wann? Und dass Sie diese Zahlungen endlich mal leisten, die Sie zahlen wollen, was auch durch das Steuerbüro eingereicht worden ist. Und da warte ich täglich auf Geld, aber so langsam verliere ich den Glauben. Jetzt sind alle Ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit oder wo sind die jetzt? Ja, die sind jetzt alle in Kurzarbeit. Ne? Das ist auch ein Thema, diese Kurzarbeitgelder müssen Sie auch jedes Mal vorfinanzieren. Und bei ca. 50 Mitarbeitern oder knapp 50 Mitarbeitern, 48 um genau zu sagen, ist das schon eine beträchtliche Summe. Es sind ja nicht nur die Gelder an die Leute, sondern sie müssen Krankenkassen bedienen, müssen Finanzamt bedienen. Also das ist schon eine enorme Summe, die man da vorschieben muss, immer in der Hoffnung, man bekommt irgendwann das Geld. Und wenn es aus welchen Gründen nicht fließen sollte, sehe ich also für das ganze Unternehmen sehr schwarz. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder werden im Lichte der weiteren Infektionsentwicklung am 3. März 2021 erneut beraten.